liebe Freunde, einen wundervollen guten Morgen. Herzlich willkommen zum heutigen Daily Deep Dive und zwar vom Flughafen in Istanbul. Ich bin gerade dabei, zurück von Bali nach Berlin zu fliegen und ich habe auf dem 12-stündigen Flug, den ich jetzt gerade schon hinter mir habe, richtig viel gelesen. Und zwar das Buch Loon Shots weitergelesen von Safi Bakal. Habe ich euch in den letzten Tagen auch schon mal mehr davon erzählt. Und eine krasse Erkenntnis, die mir dabei gekommen ist, die muss ich jetzt an dieser Stelle mit euch teilen. Und zwar, wenn es darum geht, innovativ zu sein, wenn es darum geht, was Krasses Neues zu kreieren. Wir streben in unserem Business ja immer so nach diesen ganzen flashy Dingen, die etwas mit unseren Produkten zu tun haben. Was meine ich damit? In dem Buch Loon Shots sind neue, krasse, kreative, innovative Ideen, die die Welt verändern. Und dann unterscheidet der Autor in zwei verschiedene Typen. Er unterscheidet einmal in P-Loon Shots, also produktbasierte, und einmal in S-Loon Shots, also strategiebasierte. Und all die ganzen Leute, jeder strebt immer nach diesen P-Loon Shots. Das heißt, wir denken uns, okay, alles klar, unser Business, das, was wir machen, das wird so krass abgehen, wenn wir den neuen Kurs, die neue Social-Media-Plattform, das neue krasse Format. Wir streben immer nach Innovationen in unseren Produkten. Wir wollen, weil das wirkt, ne? Gibt uns auch so ein Gefühl von, wir haben etwas kreiert, boom, wir haben jetzt hier etwas komplett Neues erschaffen. Aber, und das veranschaulicht der Autor an sehr, sehr vielen schönen Beispielen, solche S-Loon-Shots in Sachen Strategie, die eher so im Hintergrund passieren, das sind die, die häufig die krassen, flashy, innovativen Ideen ausstechen. Und zwar ganz viele Beispiele in der Geschichte der Menschheit, dass Leute oder Companies, die in ihren Produkten immer weiter und immer krasser am Ende auf die Schnauze geflogen sind, weil es dann andere gab, die haben an der Strategie kleine Dinge geändert und die waren jetzt nicht so, oh mein Gott, neues Produkt, sondern eher so im Hintergrund wie, okay, es wurde der Workflow verbessert, neue Zusammenarbeit der Mitarbeiter festgelegt und so weiter und so fort. Also eher Dinge, die so im Hintergrund passieren und die haben letztendlich dazu geführt, dass die gesamte Industrie sich verändert hat. Und das wiederum hat dazu geführt, dass die Companies, die die Innovationen eher so im Stillen, im Background, okay, wie können wir da etwas feintunen im Kleinen, wie können wir die Prozesse effektiver gestalten und so weiter, was jetzt nicht so sexy ist im Außen, das sind häufig die, die am Ende gewonnen haben. Und das möchte ich nochmal als Anstoß nehmen, um auf der einen Seite mich, aber auch euch daran zu reminden, in unserem Business nicht immer nur die ganze Zeit danach zu streben, okay, neuer Kurs, neue Social Media Plattform, neues Format und so weiter, all die Dinge, die man nach außen sieht, die ja alle geil sind, die alle wichtig sind, sondern den Fokus etwas mehr auf das zu legen, was eigentlich im Hintergrund passiert. Und zwar, wie können wir unsere Workflows verbessern? Wie können wir Zeit sparen beim Edit einer Podcast-Episode? Wie können wir, wenn wir schon ein Team haben, dafür sorgen, dass alle produktiv miteinander arbeiten? Wie können wir selber in unserem Arbeitsalltag dafür sorgen, dass wir weniger multitasken, dass wir weniger Zeit verschwenden und so weiter? Das sind so Veränderungen, das sind so Innovationen, die ein bisschen weniger sexy sind als, bam, ich launch jetzt einen neuen Kurs, etwas, was die Welt noch nie gesehen hat. Aber die am Ende dazu führen, dass wir wirklich die Ressourcen haben, um eben solche neuen Produkte zu kreieren. Und wenn wir immer nur neue Produkte und unseren innovativen Fokus dort drauf die ganze Zeit legen, dann arbeiten wir nicht wirklich an der Base. Das heißt, Veränderungen in Sachen Strategie, Veränderungen in Sachen Struktur, Veränderungen in Sachen eher im Hintergrund sind so, so wichtig, weil die sorgen am Ende dafür, dass wir noch viel, viel mehr bewirken können. Also nicht immer nur den Fokus auf das, was glänzt, sondern vor allem auch den Fokus auf das, was gerade wirklich wertvoll ist und was in der Art und Weise, wie hier gearbeitet wird, richtig viel verändern würde. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen großartigen Tag. Ich fliege jetzt mal weiter nach Berlin und wir sehen uns morgen wieder, dann aus Good Old Berlin. Für heute freue ich mich aber megamäßig über euren Kommentar unterhalb. Und zwar gebt mir doch gerne mal ein Feedback. Was ist in eurem Business eine Veränderung, die ihr gemacht habt, die nicht nach außen irgendwie krass geglänzt hat? Nicht neues Produkt, neue Plattform oder sowas, sondern eine Veränderung eher so im Hintergrund, die für euch ganz, 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 ganz viel verändert hat. Und dann können wir da Stück für Stück gemeinsam Beispiele sammeln und uns allen nochmal mehr beweisen, okay, ist echt super wichtig, da den Fokus drauf zu legen, weil das letztendlich die Base darstellt für all die ganzen innovativen Produkte, die wir dann kreieren können. In diesem Sinne, lasst euch gut gehen. Cheers aus Istanbul.